Servus Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Rennfahrerkarriere hier am Sonntag auf dem Hockenheimring beim Saisonfinale der DTM 2013. Ihr seid mit dabei, ich bin sowieso dabei und ich würde einfach sagen, wir legen direkt los. Es ist das letzte Rennen der Saison, danach geht es ja wieder weiter mit den Rennsonntagen, aber ich will nicht zu lange Pause machen zwischen hier und der nächsten Saison, also dürfte es auch relativ zeitig dann weitergehen mit der DTM. Dann mit neuem Regelwerk und bla und bli und blub. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Es gibt ein 13-minütiges Rennen mit einem Boxenstopp. Wir starten von P7. Die Fahrer sind vor uns und wollen am liebsten von uns überholt werden. Ja, ich verliere nicht weiter viele Worte und würde sagen, wir hören uns gleich wieder. Get ready. Green, green, green. There's an incident in Nordkurve. We think it might be Albuquerque. How's my bodywork? Your bodywork looks good. You're locking your fronts into the hairpin. To Molina behind is increasing. It's now 0.7, 13th place. Keep it together. Come on, the race isn't over yet. Na, das war ja ein Bilderbuchstart. ja, gedreht in der ersten Kurve. Ich weiß nicht, ob der Molina da auch mit involviert war. Auf jeden Fall habe ich gesehen, der Tom Bay hatte sich noch mitgedreht. Oh, der Wiggins hat kein DRS. Oh, Bremse. Oh. Leckt mich am Arsch. Okay, also nach dem Dreher sind wir auf P14 zurückgefallen nur. Das heißt, hinter uns hat sich ein kleiner Stau entwickelt gehabt. Und jetzt sind wir hier auf dem Vormarsch, sind jetzt schon auf P10, genau hinter Mortara. Das letzte Rennen scheint sie mal in sich zu haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Molina da mit verwickelt war. Auf jeden Fall scheint er auch ein kleines Problem zu haben. Der kann das Tempo nämlich nicht mitgehen. Den haben wir da relativ easy überholt. Auf der Parabolica war jetzt ein kleiner Stau, weil da Wiggins da kein DRS hat und... Keine Ahnung, irgendwo wollte jemand von links überholen. Ich bin einfach rechts an allen vorbei. Oh. Auf jeden Fall der neue Crew Chief Soundpack bezieht sich jetzt auch auf Kurven. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. 10th position. That was 135.8. Nur sollte der vielleicht, was weiß ich, okay, Herpin geht ja noch, aber Nordkurve, naja. Sollte lieber Turn 1 sagen, einfach nur. Und der Mortara, der. Ist ja auch recht langsam. Ich weiß nicht, ob der Scheide den da ein bisschen aufhält oder. Jetzt hier mit DRS kommen wir locker ran. Pit window
is open. Und mit der S ziehen wir auch einfach dem Scheide davon. Also der Dreher hatte uns ja keinen Aero-Schaden beschert. Das hatte ich ja schon gefragt. Reifen sehen. Ja, 83%. Das schlechteste vorne links geht noch. Ich meine, der Dreher hat die Reifen natürlich mitgenommen. Ganz logisch, aber... sag mal so, es hätte schlimmer sein können. Wir hätten natürlich auch einschlagen können. Das wäre natürlich ganz fatal gewesen. Aber zum Glück hatten wir da direkt nach dem Start noch nicht so viel Speed drauf. Ich meine, man kann sich ja mal zurückerinnern, Susi Stoddart damals noch ist ja mal eingeschlagen, weil die sich in der ersten Kurve einen Aufhängungsschaden geholt hatte. P8, that's the fastest lap. Jetzt fahren wir ja sogar die schnellste Runde. Your left front tire is running hot. Ja, der ist auch schon bei unter 80%. Scheider behind is increasing. It's now 0.9. Ich glaube, es wird Zeit für einen Boxenstopp, dass wir hier den Reifen gar nicht länger belasten. Sondern dann lieber den zweiten Satz länger fahren. Ich glaube, das geht auch ganz gut auf, wenn wir dann jetzt in die Box gehen von der Rennmitte her. Okay, jetzt hat er gemeint, ich wäre in der Sachskurve langsam, aber die Sachskurve ist im Motodrom, mein Lieber. Also entweder kommt die Info spät oder der hat irgendwie die Kurve jetzt vercheckt. Deswegen sage ich, weil das hier ist die Sachskurve. Steht auch rechts, Sachs. Deswegen sage ich ja, lieber dann Turn 1, 2, 3, bla bla bla. Kannst hier mit Kurvennamen um sich werfen. Die dann am Ende womöglich noch falsch sind. So, jetzt gehen alle in die Box. Der Leader, Whitman, ist pitting. Das ist halbe Distanz. Vettoris ist leading the race. Whoa. Oh, war ganz toll. Ach, ich hab nicht bestätigt. Oh, ich Vollidiot. Oh. The pit window closes in 2 minutes. Das war ja mal wieder eine ganz helle Aktion. Das war ja mal wieder eine richtig kluge Aktion. Scheiß doch, die Wand an. 19. Oh, ich Vollidiot. Jetzt geht auch noch mein Headset leer. Ich werde verrückt. Ich hoffe, da haben jetzt richtig viele Leute noch nicht gestoppt, dass wir am Ende wieder auf P10 kommen, ey. Das kann ich, glaube ich, vergessen. Ich bin ein richtig taubendes, ey. Leckt mich doch am Arsch. So, bei denen hole ich jetzt den Windschatten, den Tomchick. Du weißt auch nicht, wo er hin will. Links, rechts. Ja, den fahren wir links. Good move, mate. Next car is Ekstrom. Ich dachte mir, warum fängt er denn mit dem Boxenstopp an? Ich hat nicht bestätigt. Oh. That's 5 minutes to go. 5 minutes. Pit window closes in 1 minute. Oh, fuck die Bitch up. Dieses Rennen geht ja mal gar nichts. Going into turn 10. You're locking up your fronts a lot. Das war natürlich jetzt der Super-GAU, ne? Dass das beim letzten Saisonrennen mal passieren muss. Your brake temperatures are fine, mate. Da werde ich zuerst am Start gedreht. Verkackt dann den Boxenstopp vollkommen und mache jetzt noch den Fahrfehler und fahre dem Ekström hinten aufs Rad. Also das Rennen hat er alles. Pit window
is now closed. Die Action, das Drama, die Inkompetenz. Oh Mann. Your tire temperatures are okay. Ja, 3 Minuten noch, da. Da kann ich wahrscheinlich auch gerade abstellen. Denn ich habe 42 Sekunden Rückstand. The gap to green ahead is now 16.5. Fastest lap for Vettoris, 135.4. Ich bin zwar normalerweise ein Kämpferherz, aber wenn ich 42 Sekunden Rückstand auf P1 habe und 16 zum Vordermann mit einem ramponierten Auto, das wahrscheinlich mittlerweile vollkommen im Arsch ist. Da muss ich auch die letzte Runde nicht mehr fahren. So, und bitte. Puh. Tja, Leute. Das war's. DTM-Saison 2013 endet für uns in der Boxengasse. So. Wir beenden mal das Rennen. Beziehungsweise brechen es ab. Puh. Und gucken uns mal die Ergebnisse an. Wittmann hat das Rennen gewonnen, okay. Oh, das ist ja cool. Wir sind jetzt sogar hier in der Boxengasse. Oi, oi, oi. Ja, did not finish, ist klar. Okay, für den Extrem ist noch ein bisschen weiter nach vorne gegangen. Gott sei Dank, aber bestimmt hat das Rennen kaputt gemacht. So, da kommen sie jetzt gerade über Ziel. Naja, wahrscheinlich hat der schon die Ergebnisse vorgerechnet. Okay. Ja, sollen sie nicht weiter stören. Das ist auf jeden Fall die Meisterschaftstabelle. Vettoris ist DTM-Champion 2013. Danach kommen Wittmann, Farfus, Ekström und dann wir. 5. Platz. Ich finde, für einen Rookie ist das echt gut. So, da kommen jetzt auch die Compadres in die Boxengasse. Also 5. Platz. Hey, für einen Rookie, das ist doch spitze. 94 Punkte. Was willst du mehr? Ich meine, guck mal, gegenüber wem wir uns durchgesetzt haben. Peff und Tomczyk haben keinen einzigen Punkt geholt. Wir waren schneller als Mortara, Rockenfeller, Spengler. Und den ganzen Rest. Kann sich sehen lassen. Was mich natürlich interessieren würde, werden Teamwertung und Konstrukteurswertung. Aber die gibt es ja anscheinend nicht. Und wenn wir Vorfahren machen, dann sind wir im Hauptmenü. Leute, es war auf jeden Fall eine spannende Saison. Das letzte Rennen hatte es nochmal in sich. Wie gesagt, es hatte alles Action, Drama und die Inkompetenz. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wenn euch die Saison gefallen hat, dann dürft ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Da freue ich mich immer wie wild drüber. Anregungen für die nächste Saison, Kritik, positives Feedback aller Art, gerne in die Kommentare, falls ihr was habt. Ich will hier niemanden zu irgendwas zwingen, aber bin natürlich immer dankbar für Verbesserungsvorschläge und. Nächste Saison geht es dann weiter. Ich schätze mal, wir können bei dem Team bleiben. Hat auf jeden Fall einen guten Eindruck gemacht. Sollten uns da also auch im nächsten Jahr den Fahrerposition gesichert haben. Von daher gehe ich mal schwer davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder im Deutsche Post BMW antreten werden, dann in der Lackierung, beziehungsweise im M4 DTM ja dann. Eigentlich alles gesagt. Dann bedanke ich mich nochmals bei euch fürs Zusehen. Wir hören uns dann im nächsten Rennsonntag wieder. Oder vielleicht kommt ja zwischendurch mal wieder ein anderes Projekt, jetzt wo ich ein bisschen mehr Luft habe
Vielleicht komme ich da dazu, nochmal wieder ein anderes Spiel aufzunehmen an den Wochentagen dann. Wochenende bleibt aber wie immer für die Rennprojekte reserviert. Und ja, dann hoffentlich hören wir uns bald wieder bei der nächsten Saison von der Rennfahrerkarriere. Und bis dahin, halt die Wurst, doch, ciao.